Guten Tag, ihr Lieben. Also, ihr habt ja letzte Woche gesehen, dass ich bei Facebook ein Foto hochgeladen habe mit zwei großen Europaletten voller Überraschung vor meinem Laden. Und da haben mich viele Leute gefragt, was da drin ist. Manche haben erzählt, ihr kriegt ein Klavier in mein Nagelstudio geschickt. Manche haben erzählt, da sind meine neuen Mitarbeiter drin. Das ist total geil. Ich weiß nicht, wo ihr denkt, wo ich meine Mitarbeiter herhole, zumal ich keine Mitarbeiter habe. Nein. Ich habe euch ja erzählt, dass ich für dieses Jahr viele, viele Projekte geplant habe und das ist einfach Projekt Nummer eins, was jetzt fertig geworden ist. Und ich bin ganz, ganz stolz darauf, euch das heute vorstellen zu dürfen, denn in diesen Europaletten voll Kartons sind meine Schablonen gewesen. Genau, ich habe also meine eigenen Schablonen entwickelt. Das bedeutet, warum habe ich das gemacht? Es gibt ganz viele gute Schablonen auf dem Markt, ja, aber für mich persönlich gab es nie eine Schablone, wo ich gesagt habe, die ist für mich perfekt. Irgendwas hat immer an irgendwelchen Schablonen gefehlt und mich hat es halt einfach irgendwann total abgenervt und deswegen habe ich gesagt, naja, warum nicht? Versuchen kannst du ja, bastelst du deine eigene Schablone. Jetzt ist sie fertig, sie ist entwickelt, sie ist produziert, sie ist jetzt bei mir endlich, endlich angekommen. Ich habe lange, lange Zeit dafür gebraucht, weil ich wirklich wollte, dass die Schablone perfekt wird, für mich perfekt wird. Und ich möchte sie euch heute einfach vorstellen. Und zwar diese hier. Das ist meine Schablone von KP Nail Design. Ich will ein bisschen was zu dieser Schablone erzählen, warum sie für mich so besonders ist. Fangen wir mal mit der Mitte an. Diese Schablone hat eine deutlich sichtbare Mittellinie. Diese Mittellinie, das wisst ihr alle, die ist dafür zuständig oder sie ist wichtig dafür, dass wir die Schablone halt gerade an den Finger rankriegen. Zudem hat diese Schablone eine deutlich sichtbar markierte Mittelskalierung sowie eine Seitenskalierung. Die Mittelskalierung ist einfach dafür wichtig, dass wir wirklich unsere Nägel alle 10 schön gleich lang modellieren. Und die Seitenskalierung ist einfach dafür gedacht, dass wir unsere Seitenlinien wirklich schön gleich lang machen und nicht anfangen, irgendwelche Kästchen auszuzählen oder sonst irgendwelche Spielchen. Wichtig einfach dafür, erstens spart uns das Zeit, ja, weil wir hier nicht auszählen müssen, weil wir vielleicht zu lang die eine Seite, die andere Seite zu kurz, whatever. Und zum Zweiten spart uns das auch einfach Material, weil wir dann nicht anfangen müssen, den ganzen Schmuh nachher wieder auf eine Länge zu bringen. So können wir gleich sagen, okay, alles klar, links und rechts, Seitenlinie auf Nummer 3 zum Beispiel modelliert und schon hat sich der Fall. Zu den Ovalen in der Mitte ist Folgendes zu sagen. Ich habe sie einfach, erstmal habe ich sie farblich abgehoben, was ich persönlich sehr wichtig finde, dass man auf dieser Schablone halt einfach durchsieht. Und zum anderen ist sind diese Ovalen halt einfach dafür, da entweder sie helfen euch zum Beispiel bei einer Nagelbettverlängerung, dass sie euch ein bisschen die Form vorgeben, oder zum Beispiel bei einer anderen Nagelform, wenn ihr die arbeiten wollt, oder auch ganz einfach, wenn ihr die Schablone zuschneiden müsst, ne? Dass sie euch ein bisschen helfen, wie ihr zum Beispiel schon schneiden könnt. Das zu dem Mittelstück. Das nächste ist, die Schablone hat an der Seite eine Perforierung hier in den Flügeln drin, links wie rechts. Diese Perforierung habe ich aus dem Grund in diese Schablone gesetzt, weil mich das irgendwann total abgenervt hat, dass wenn man in diese Lampe reingeht und irgendwelche Schablonen nicht richtig gesessen haben, seid, weil sie nicht vernünftig geklebt haben oder gibt ja tausend Gründe, die Kunde mit der Schablone in die Lampe geht und zack, was ist passiert? Man hat sich mühsam irgendeinen Unternagel gebastelt und die Schablone ist minimal verrutscht, weil die Schablone an der Seite geschwungen ist. Die Kundin kommt rein in die Lampe und knallt sich die Schablone irgendwo in Stücke weg. Damit das halt nicht mehr passiert, habe ich diese Perforierung da reingebracht. Das heißt also, wenn die Schablone angesetzt ist, wird die Perforierung an der Seite einfach geknickt und dann hast du unten eine Gerade und dadurch, selbst wenn die Kundin an die Lampe kommt, verrutscht die Schablone nicht mehr. Ja, das ist Sinn dieser Perforierung. Bevor ich zu dem ganz Besonderen an dieser Schablone komme, möchte ich noch ein bisschen was zu dem Papier und dem Kleber sagen. Zudem habe ich auch darauf geachtet, dass die Schablone wirklich schöne große Flügel hat. Das heißt, sie passt an dünne Finger, dicke Finger, lange Finger, kurze Finger. Die Schablonenflügel sind einfach geformt, das heißt, ihr braucht nicht einen halben Tag dazu verbringen, diese Form irgendwie aufeinander zu kriegen. Das geht wirklich rucki zucki und sie hält einfach.
Zu dem Papier ist Folgendes zu sagen. Ich habe ganz bewusst darauf geachtet, dass ich wirklich ein stabiles Papier benutze. Das heißt, wenn ihr diese Schablone formt, dann bleibt sie auch so stehen. Ja? Das heißt also, ihr kriegt von vornherein eine richtig schöne Form in die Schablone. Sie ist nicht so weich, dass sie euch wegknickt, seid beim Pinschen oder wenn ihr die Schablone ein bisschen mehr unter den Nagel drücken müsst oder. Und sie ist auch nicht so hart oder nicht zu hart, dass sie euch von alleine aufspringt, dass sie den Tunnel nicht hält, weil die so eine Spannung hat. Sie hat wirklich ein schönes, stabiles, festes Papier, was optimal zum Arbeiten ist. Dementsprechend brauchst du natürlich auch den Kleber dazu. Ganz klar, stabiles Papier brauchst du natürlich auch einen vernünftigen Kleber. Ich habe den bestmöglichsten Kleber verwendet für diese Schablone, die für Schablonen benutzt werden. Ich habe mit meinem Hersteller Rücksprache gehalten und habe gesagt, ich brauche wirklich einen Kleber, der diese Schablone richtig gut halten kann. Und er hat mir versichert, dass dieser Kleber wirklich der beste ist und der festeste Kleber ist, den es für Schablonen gibt. Ja, von der Warte her, also alles im grünen Bereich, die Schablone hält, wackelt nicht. Ja, also alles super. Jetzt kommen wir zu dem Besonderen an dieser Schablone. Ihr seht ja, dass ich hier durch die Klebchen eine Linie gezogen habe. Ja, der Clou an der ganzen Sache ist, wir machen sie jetzt mal ab und et voilà, ihr habt auf der Rückseite auch eine Linie. Warum habe ich mir das Theater hier angetan? Ich sag's euch. Und zwar ist es wichtig, dass dieses Klebchen immer exakt auf der Rückseite angeklebt wird und nicht schräg geklebt wird. Warum? Ganz einfach, kleben wir schräg, kriegen wir einen schrägen Tunnel. Richtig. Das heißt also, viele Mädels halten sich die Schablonen entweder gegen die Lampe, um zu gucken, dass sie richtig kleben, oder sie lassen sich irgendwelche anderen Zaubereien einfallen. Damit ist jetzt Schluss. Wir müssen vernünftig im Studio arbeiten können. Wir müssen effektiv im Studio arbeiten können. Und vor allen Dingen, ganz, ganz oberste Priorität, wir müssen uns unsere Arbeit so einfach wie möglich gestalten, damit wir halt gut arbeiten können. Ich denke, dass ich diesen Punkt damit gut abhaken kann. Und zwar durch diesen Strich hier in der Mitte. Er geht exakt durch die Mitte. Wichtig ist, wenn ihr das Klebchen anfasst, bitte nicht hier oben, weil dann verdeckt ihr euch das natürlich, wenn ihr es hier oben exakt ankleben wollt, sondern ihr fasst es hier an der Seite an. Dann achtet ihr darauf, dass ihr hier unten 1 zu 1 im Schritt, das ist ja auch geil, im Schnitt oder wir sagen einfach mal in der Linie seid. Und wenn ihr das unten geschaffen habt, so, dann skaliert ihr oben. So, und wenn ihr das habt, klebt er sie fest. Und dann seht er, dass die Schablone mit dem Klebchen wirklich schön mittig ist. Ja, das zu dieser Linie. Das heißt also, wenn ihr jetzt einen Tunnel formt, ist der wirklich richtig schön gleichmäßig. Was noch wichtig ist zu wissen, dadurch, dass wir dieses Klebchen hinten dran haben, das ist natürlich auch dafür da, damit die Schablone in diesem Stück halt noch mehr stabilisiert wird. Das heißt also, die Schablone muss wirklich richtig gut geformt werden, damit sie euren Tunnel schön halten kann. Ich habe eine Schablone schon mal zugeschnitten. Ich möchte euch mal zeigen, wie diese Schablone am Nagel aussieht, wie sie angesetzt wird und worauf ihr dabei achten müsst. So, rück mal rüber mit deinem Finger. Bop, 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 bop. So, ich habe da mal was organisiert. Also, nicht wundern, ich habe jetzt nicht darauf geachtet, dass der Finger super vorbereitet ist am Nagel oder die Länge oder. Das hat mich jetzt alles nicht interessiert. Für mich war jetzt einfach wichtig, dass ich euch zeigen kann, wie die Schablone angelegt wird. So, Mariechen, jetzt musst du mal hier schön ein bisschen höher halten, damit ich diesmal was. Ja, sehr schön. Also, Schablone oben aufmachen, damit wir sie gerade ransetzen können. Hier unten haben wir unser Klebchen exakt in die Mitte gesetzt. Ich habe die Schablone schon zugeschnitten, passend zum Nagelbett. So, jetzt kommt's. Ich habe euch ja vorhin erzählt, diese Schablone ist wirklich schön stabil vom Papier her. Ja, das heißt also, nicht einfach irgendwie so ransetzen, ja, dann wird sie euch aufgehen, weil die Schablone wirklich schön stabil ist. Das heißt, nutzt das wirklich für euch, für euer Arbeiten. Nehmt die Schablone an der Seite und rollt die richtig schön fest mit dem Daumen und ihr seht, die hält fast schon richtig so, wie ihr sie rollt. Ja, das ist ganz wichtig und dann hält die bombenfest. Das heißt, ihr rollt die richtig schön mit den Daumen, setzt die Schablone an. Warte, ich mache es vorher immer zu, das ist für mich immer ein bisschen einfacher. Und mit diesen Handschuhen kriege ich ja fast eine Krise. So. Also, ich kriege es ohne Handschuhe besser hin, aber dann kriege ich immer Schimpfe, dass ich nicht mit Handschuhen arbeite.
Also um mal zu demonstrieren, wie die kleben. Ja, super. Also, ich klebe sie mir vorher immer schön fest. Wichtig ist, Flügel 1 zu 1 übereinander kleben. Warum, wisst ihr selber. So, und jetzt geht das ganze Spiel hier los. Also, Flügel schön in die Seite. Zack. Hochgeklappt. Schön gucken, dass sie mittig sitzt. Festhalten an den Seiten. So. Dann kleben wir uns unten die zweite Geschichte zusammen. Ziehen den ganzen Spaß nach vorne. So. Et voilà. Meine Schablone sitzt. Ja. Ihr seht hier an der Seite, ne, sie ist hier schön nach vorne zusammengezogen. Alles einwandfrei. Andere Seite hier. Schön vorne zusammengezogen. Tunnel. Ja, das ist ein bisschen unscharf, aber ich denke, ihr könnt es auch so erkennen. Wenn ich jetzt nämlich auf mein Handy ruftippe, dann wackelt hier alles. Aber warte mal. Nee, ist egal. Ihr könnt es aber so sehen, der Tunnel ist wirklich schön gleichmäßig. Die Schablone hält so, sie geht euch nicht mehr auf. Der Tunnel wird so gehalten. Und ja, das ist halt Projekt Nummer 1. Ich hoffe, ihr habt mit dieser Schablone genauso viel Spaß, wie ich sie habe. Ich bin wahnsinnig stolz drauf, dass ich sie so entwickelt habe. Wie gesagt, für mich persönlich ist sie genauso, wie sie sein soll. Wäre auch ziemlich kacke, wenn es nicht so wäre. Kurz zu den Eckdaten, wenn ihr Interesse habt. Die Rolle wird 500 Schablonen beinhalten. Das heißt, pro Rolle 500 Schablonen. Kleiner wird es die nicht geben. Die Rolle kostet 22,99 netto plus Mehrwertsteuer. Wo wird es die geben? Also, ich bin gerade dabei, meinen Job zu basteln. Also, ehrlich gesagt, bastel ich da schon über ein halbes Jahr dran. Reden wir nicht drüber. Ich komme damit doch irgendwann noch aus dem Pott. Wenn der Shop natürlich fertig ist, wird es sie dann irgendwann im Shop geben. Ne? Aber jetzt wird es erstmal so sein, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr die Schablonen bestellen möchtet oder wenn ihr irgendwas anderes darüber wissen wollt, schreibt mich einfach an. Ihr wisst alle, wie ihr mich erreichen könnt. Und dann helfe ich euch gerne weiter. Ja, ich hoffe, die Schablone gefällt euch. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß damit. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, immer her damit. Also dann, viel Spaß.